So, also, jetzt die allererste Runde Hyperscape, dem neuen Shooter von Ubisoft, beziehungsweise ein Battle Royale. Wir sehen das Ganze hier, es ist eine Map innerhalb einer Stadt. Es gibt einige tolle Gimmicks, hier sehen wir sogar nochmal die ganze City. Brandneu, top aktuell und das Ganze wird in Dreier-Squads gespielt. Und ich sehe gerade, ich sitze auf der falschen Seite. Ist aber kein Problem. Hier sind wir flexibel. So, und ich habe ein Hyper-Hyper-T-Shirt an. Von Eskimo Callboy. Möchte ich auch nochmal an dieser Stelle sagen. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie das ganze Spiel ist. Ich habe dazu vorab ein Video gesehen. Ubisoft hat mich eingeladen, wie gesagt, wo wir das Ganze mal angucken durften. Aber das ist jetzt hier und heute die allererste Runde, die ich in diesem Spiel spielen werde. Das Spiel ist seit 13 Minuten live. Und wir haben hier irgendwie so eine Kapsel, scheinbar. Alter. Bruder, da muss ich aber los. Ja, da will ich auch hin. Da will ich auch hin. In den Food Court. Erstmal einen snacken. Die Mucke, ne? Ja, ist so ein bisschen Cyberpunk-mäßig angelehnt. Vom Setting her. Sehr futuristisch. Gibt auch hier Skills, sozusagen. Man kann Skills finden und aufsammeln. Wir sehen schon, da kommen auch einige Leute runter. Diese Kapseln wirken so ein bisschen wie Dragon Ball Z, ne? Diese Kapseln, muss ich sagen. Okay. Jetzt bin ich raus. Okay, es gibt scheinbar keinen Fallschaden. Okay, man kann hier nicht rein. Man kann hier diese Kisten so kaputt machen und dann habe ich jetzt hier eine Waffe gefunden. Es ist sehr, sehr hektisch gefühlt. Ja, den wollen wir jetzt holen. Oh mein Gott! Alter Bruder! Darauf kam ich jetzt gar nicht klar. Was ist das? Bestätigung? Okay. Die hatten jetzt keinen Loot, da habe ich natürlich jetzt keinen Kill bekommen. Was auch immer das ist jetzt. Okay, ich habe Leben eingesammelt. Kann mir noch ein Schild geben? Aber das hält nur für eine bestimmte Zeit. In der Zeit kann ich nicht kämpfen. Oh, das ist ein sogenanntes Fenster. Sehr gut. Habe ich Munition gefunden? Okay, also sehr, sehr krass futuristisch. Jetzt habe ich hier so eine schnelle. Also, das sieht schon nice aus, ne? Das sind so Jump-Pads, meine ich. Kann man, glaube ich, so richtig krass drauf jumpen, oder? Nee. Kann man nicht. Aber man sieht schon, man kann hier so richtig nice walken. Und wie gesagt, ich habe das Spiel noch nie gespielt, ne? Also es ist super neu. Erst ein paar Minuten draußen. Da hinten sind auf jeden Fall Leute. So, wenn wir jetzt hier gucken, diese Sektoren, die gehen so ein bisschen ähnlich wie bei Ring of Elysium mit der Zeit weg. Ja? Oh, Offenbarung. Das ist geil. Ja, würde ich mal für die Panzerung liegen lassen. Und einen Ripper würde ich auch mitnehmen. Jetzt habe ich auf jeden Fall eine gute Waffe, würde ich sagen. Bruder! Was ist er denn? What the fuck, Alter? Junge, 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 Junge. Er ist einfach ein Ball. Die beiden, mit denen ich jetzt spiele, LamerTV und Schneckflix, sind übrigens, Felix hat den ersten. Die sind halt instant down, ne? Da haben wir den ersten Frag gemacht. Alter. Alter, Bruder. Alter, Wallah. Das ist dieses Jump-Ding, was ich meine. So.
Alter, was ist, wenn ich heilen drücke? Okay, das heilt mich so passiv. Das kann ich also quasi im Kampf direkt benutzen. Hier ist eine Wall und das ist dieser Ball. Okay, krass. Oh, oh, oh. Er hat sich unsichtbar gemacht. Oh, Lamer hat sich gegönnt. Da oben ist noch einer. Oh. Hab ich. Oh, Granatos. Ich muss mich mal heilen. Es ist so hektisch. Wallah. Bei mir sind noch mehr. Also, es gibt quasi ein Tool, das habe ich auch bei Twitch eigentlich schon installiert, womit ihr das Spielgeschehen mit beeinflussen könnt. Bedeutet, wir haben jetzt alle Low Gravity. Es gibt so eine Abstimmung, an der ihr dann teilnehmen könnt. Habe ich. Bruder. Erstmal wieder heilen. Oh, wir müssen hier raus, ne? Wir müssen raus aus diesem Sektor. Okay. Also ich finde meine Waffe ziemlich nice, die ich habe, muss ich sagen. Die knallt. Okay. Der ist tot. Bruder! Wie hoch bin ich denn? Alter! What the fuck? Wie hoch kann ich denn hier hochspringen? Alter, hier ist eine Bahn! Munition, sehr wichtig. Alter. Habe ich. Erste Runde. Läuft sehr gut. Watch out for collapsed sectors. I need a moment. 10 squads to go. We're down by 10 squads. Den hab ich. Alter Verwalter. Alter, das ist so fucking intense. Oh. Mal heilen. Eieiei. Ich will natürlich hier mein erstes Match am besten nicht so schlecht abschneiden. Es sind nur noch 8 Leute, glaube ich, am Leben. Eieiei. Bruder, da muss ich aber los. Ich bin ja jetzt dadurch, dass ich das letzte Valorant-Turnier gewonnen habe, auch ein richtig krasser E-Sportler. Jetzt müssen wir es natürlich sicher runterspielen, ne? Das Ganze hier. Alter, wie die Waffe einfach so vor mir spawnt. Guckt euch das mal an. Ich wechsle die Waffe und die macht einfach so. Also genau das Geräusch kommt dann eigentlich. Oh. Die sind halt 8 Squads noch. Okay, nicht 8 Spieler, 8 Squads. Man hat es gerade gesehen. Also es steht für die Squads. Natürlich noch einige. Lass uns mal hier weitergehen. So, sieht eigentlich ganz cool aus, muss ich sagen, ne? So, die Häuser, das ist halt so ein bisschen realistisch, aber irgendwie auch gar nicht so. Sieht sehr cool aus, finde ich. Okay. Ich habe unendlich Munition. Aus irgendeinem Grund. Ich habe unendlich Munition. Ich weiß nicht warum. Seht ihr gerade nicht, weil ich da mit dem Cam drüber bin. Das habe ich noch nicht verstanden. Lass mal chillen. Ja, lass mal hier drinnen chillen. Let's check this out. Bunch of wolves on the map. Was ist das? Ich nehme mal die noch mit, oder? Bow, bow, bow. The infinite
Ah, Infinite Ammo. Das war wieder so ein Event, wo die Leute abstimmen können. Alter, walla. Jetzt habe ich wieder Munition angezeigt. Ich habe jetzt nicht rausgefunden, ob es sowas wie Rüstung gibt oder so. Sniper, okay. Red Tiger, das scheint so ein bisschen Zentrum zu sein. Beanspruchen. Ja. So. Der Teleport ist halt, das ist halt sick. Teleport ist halt sick. Okay. Was mir so ein bisschen fehlt, ist eine Anzeige für die Zeit. Also die Zeit wird mir irgendwie so nicht so ganz angezeigt. Was ist, wenn ich so mache? Alter, alright! Ich kann einfach auch hoch mich teleportieren. Das ist sick. Das ist sick. Kenne ich aus Ring... Nee, nicht Ring of Elysium. Was ist hier? Unsichtbarkeit. Es hält halt sehr lange, ne? Ich würde es mal für den... Teleport oder Unsichtbarkeit ist jetzt die Frage. Teleport oder Unsichtbarkeit? Was will ich haben? Ich glaube, Unsichtbarkeit ist auch richtig sick. Aber der Teleport, man kann sich halt schnell bewegen. Hm. Kombinier mal die Waffen und Skills. Ich weiß nicht, wie du das meinst. Mit kombinieren. Immer noch 8 Spots, ne? Watch out for collapsed sectors. Ich würde ja halt noch ein bisschen chillen. The viewers have chosen the reveal event. Enthüllung? Oh nein! Haben wir jetzt Wallhack? Nein, 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 nein! Nein! Shit! Du kannst halt nicht... Achso, man kann mich zurückholen. Man kann mich zurückholen. Eieiei. Wieso kann ich hier rumlaufen? Hä? Ich kann hier voll rumlaufen. Oh. Hey, MatTV. Ich bin quasi als Leiche, als Ghost. Ich könnte jetzt meinem Mate so richtig krass die Info geben, wo die Leute sind. Oh, shit. Das Haus ist einfach weg. So. Hier sind die beiden. Frage ist, können die mich jetzt zurückholen? Ah ne, er ist alleine. Er ist alleine. Lamer TV. Der Jump war sick. Dass wir halt einfach, weil wir tot sind, hier so mitlaufen können, finde ich irgendwie witzig, aber ist halt auch Gamebreaking. Oder kann Gamebreaking sein. Er will uns holen, oder? Ich glaube, er will uns holen. Gönn. Nee, hat er? Nee, hm? Ich weiß nicht. Lamer kriegt aufs Maul. Lamer ist tot. Ah. 6. Platz. Naja. Das war die erste Runde. Fand ich auf jeden Fall schon super interessant, muss ich sagen. Also, wenn wir jetzt hier nochmal auf die Kills gucken. Lamer hat 4. Ich habe 5. Und bei Felix habe ich es jetzt vergessen. Naja. War auf jeden Fall ziemlich aufregend.